Hallo, liebe Leserinnen und Leser von Das Neue Blatt. Hier auf wunderweib.de präsentiere ich Ihnen exklusiv Höhepunkte aus der neuen Staffel meiner TV-Sendung Tischgespräch. Im Hamburger Hotel Louis C. Jacob gehe ich regelmäßig mit prominenten Gästen zum Essen und möchte Sie herzlich einladen, dabei zu sein. Ernstings Family. Von fröhlichen Familien empfohlen. Präsentiert Ihnen Tischgespräch mit Susanne Starnke. Diesmal zu Gast Sabrina Fox. Sie war Ende der 80er Jahre die erste Moderatorin des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Außerdem kannte man Sabrina Fox auch als ARD-Gesicht des Grand Prix Eurovision de la Chanson. Eine schwere persönliche Lebenskrise ließ sie ihr Leben neu ausrichten. In ihren Büchern und Vorträgen regt sie mit Wärme und Humor dazu an, den eigenen Weg zur Seele und zum persönlichen Wachstum zu erforschen. Gerade ist ihr neuestes Buch mit dem Titel Body Blessing erschienen, das sie uns heute bei Tischgespräch vorstellen wird. Eine Münchnerin in Hamburg. Herzlich willkommen, Sabrina Fox. Du warst knapp 30 und hierzulande recht erfolgreich in Funk und Fernsehen, als du in die USA auswandertest, um mit deinem amerikanischen Ehemann zu leben und mit ihm eine Familie zu gründen. Mhm. Über was hast du dich damals als Person definiert? Was war dir wichtig? Also ich war nur über meinen Beruf definiert. Also wenn ich erfolgreich war, dann ging es mir gut, und wenn ich nicht erfolgreich war, ging es mir nicht gut. Ich glaube natürlich auch, dass diejenigen unter uns, die in die Öffentlichkeit gehen, halt auch das tun, zumindest was bei mir der Fall, weil wir geliebt werden wollen. Und dann stellen wir fest, dass die eine Hälfte uns liebt und die andere Hälfte uns halt nicht liebt. Und dann müssen wir erstmal damit drüber hinwegkommen. Mhm. Und für mich war es halt besonders schwierig, einfach auch, weil ich nicht erkannt habe oder erst sehr spät erkannt habe, wie fasziniert und wie abhängig ich eigentlich von dem Wohlwollen und Wohlbefinden anderer Leute war. Es ging mir nur darum, mögen die mich und nicht mag ich mich selber. Was meinst du, woher kam deine persönliche Krise? Wie war die begründet? Ich war der Meinung, die anderen sind an allem schuld. Das ist ganz, ganz einfach. Das ist ja ganz einfach dann, ne? Sehr einfach. Mhm. Sondern ich bin ganz nett und ich bemühe mich auch. Und wenn was schief geht, dann sind eigentlich die anderen schuld. Das heißt, ich brauche nur den richtigen Mann, die richtigen Kollegen, die richtigen Leute um mich herum und mein Leben wird einfach. Mhm. Und wie ich dann angefangen habe, spirituell zu arbeiten, habe ich gemerkt, vielleicht, ja, vielleicht bin ich aber nur ganz am Rande an der einen oder anderen Situation auch selber schuld. Und habe dann einfach angefangen, mich genauer zu beobachten, was ich für Gewohnheiten habe, wie ich mich verhalte. Und dann ist mir eigentlich wirklich wahnsinnig viel aufgefallen. Du hast es gesagt, es sind nicht immer nur die anderen schuld. Und du würdest auch sagen, wir sind nicht nur zum Vergnügen hier. Also ich glaube, wir sind freiwillig hier. Ich glaube, dazu muss man sagen, an Wiedergeburt, dass du also eine Wahl hast, mehrere Male wiederzukommen. Schlichtweg aus der Tatsache, dass du Erfahrungen sammeln willst und das Leben ungerecht wäre, wenn du eben einmal das Kind mit dem Ponyhof und einmal das Kind mit einer Taubheit bist. Mhm. Aber dadurch, dass wir oft wiederkommen und oft erleben, haben wir eben einmal den Ponyhof und einmal eine Schwerbehinderung. Aufgrund dessen, weil wir das erleben wollen. Mhm. Also das ist meine Einstellung dazu. Und ich glaube halt auch, dass wir freiwillig hier sind, weil das ist unser Abenteuer. Und nicht jedes Abenteuer ist ein Urlaub. Manche sind anstrengend, unsere Abenteuer. Manchmal verlieren wir das Gepäck, manchmal ist unser Zimmer nicht fertig, manchmal verpassen wir ein Flugzeug, manchmal verletzen wir uns irgendwo. Aber wir werden davon unterhalten und das ist unser Abenteuer. Und das ist etwas, was wir uns ausgesucht haben. Wie kann das freiwillig sein, sich eine Schwerstbehinderung auszusuchen? Ich glaube, das ist nicht so, wenn man das nur einmal täte. Also wenn ich nur ein einziges Mal leben würde, dann würde ich mir das nicht aussuchen, weil das wäre ja
man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn ich aber viele, viele, viele Leben habe, wenn ich einmal eine Sängerin war, einmal eine schöne Frau, einmal ein behinderter Mann, dann will ich neue Erfahrungen sammeln. Dann will ich zum Beispiel auch manchmal taub sein, um zu wissen, wie ist das, wenn ich nichts höre in diesem Leben. Ich will einmal ein Leben haben, wo ich, und man wird ja in eine Familie hineingeboren. Also das heißt, innerhalb der Familie entsteht ja auch was. Suche ich mir das auch aus? Suche ich mir auch aus. Also das heißt, und es ist manchmal nicht einfach, wenn man sich das anschaut. Und ich fasse hier zusammen. Also es ist immer schwierig, in 10 Minuten etwas, was ich über ein paar Jahre zusammengesammelt habe, zu erklären, dass es nicht seltsam wirkt. Also es wirkt vielleicht ein bisschen seltsam, dafür entschuldige ich mich. Aber es, in meiner Meinung nach ist es so, dass ich hierher komme, einen Abenteuerurlaub habe, um Mitgefühl zu entwickeln. Und Mitgefühl entwickle ich nur, wenn ich Sachen erlebe. Das merken wir selber. Du weißt selber, wenn wir krank sind, dann haben wir plötzlich sehr viel mehr Mitgefühl für andere Leute, die krank sind. Wenn wir niemals in unserem Leben krank werden, dann würde ich zu dir sagen, jetzt, also Susanne, stell dich nicht so an, das bisschen Krankheit, das kann jetzt nicht so schwierig sein. Habe ich das selber erlebt? Habe ich ein ganz anderes Gefühl dafür? Habe ich selber eine schwierige Beziehung? Habe ich ein ganz anderes Mitgefühl für andere Leute in schwierigen Beziehungen? Bin ich selbst mal wirklich gebeutelt worden? Habe ich ein ganz anderes Mitgefühl für Menschen in ähnlichen Situationen? Und so ist es auch in unserem Leben. Und manchmal ist es auch für Familien, die enger zusammenwachsen, weil ein Kind eben krank ist. Oder für jemand stirbt, eine Familie kommt zusammen. Also Sachen werden plötzlich wichtig, die vorher nicht wichtig waren. Zeit zu haben, die wir ja fast alle nicht mehr haben, oder wir haben zwar alle 24 Stunden, aber die teilen wir uns unterschiedlich ein, wird plötzlich anders. Nein, das ist nicht mehr wichtig. Und das ist das, was es ausmacht. Und am Ende unseres Lebens schauen wir zurück auf dieses Leben und denken uns, ah, viel gemacht, viel gelernt, viel gefühlt, viel geweint, viel gelacht. Präsentiert von Ernstings Family, von fröhlichen Familien empfohlen.